Hallo zusammen. Hallo. Wir machen heute nochmal ein Video, ein Abschlussvideo zu Kolumbien und erzählen euch nochmal, wie unsere Eindrücke waren, wie wir das erlebt haben, ja, und wie es uns gefallen hat. Und wir haben das ein bisschen in Themengebiete unterteilt, und zwar Natur und Landschaft, Kultur, Mentalität, Essen, Unterkünfte und zu guter Letzt natürlich die Kosten. Mhm. Wir fangen mal an mit Natur und Landschaft. Und zwar gibt es da wirklich alles. Also alles, was ihr euch vorstellen könnt, was ihr gern haben wollt von tropischen Ländern, ist da. Es gibt tropischen Regenwald natürlich. Es gibt sogar die Wüste, in die wir es nicht geschafft haben. Die waren ein ganzes Stück Wüste, weg. Ja. Oben im Norden. Dann gibt es natürlich hohe Berge mit Gletschern. Gletscher haben wir jetzt auch nicht direkt gesehen natürlich, aber... Ja. Da muss man dann schon Wanderskills haben. Es wäre toll, wenn wir... Also man braucht Zeit und Budget, um das alles zu sehen. Es gibt natürlich die Karibikküste, Nebelwälder im Inland gibt es auch. Und die Nebelwälder haben wir gesehen. Das war toll. Also wir waren zumindest da in der Sierra Nevada. Und da war auch Nebel. Ja gut, aber die Sierra Nevada ist ja ein Regenwald, ne? Also die Sierra Nevada ist ja das höchste Küstengebirge der Welt. Genau. Da waren wir jetzt insgesamt 4 Monate in der Gegend. Nebelwald hatten wir dann in der Gegend um Medellin. Ja, genau. Guane. Und die Ausläufer der Anden, die gibt es auch noch. Also man bräuchte auf jeden Fall viel Zeit oder braucht viel Zeit und auch ein ganz gutes Budget, um einfach das ganze Land zu erkunden. Es gibt einfach so viel zu sehen. Wir haben das jetzt nicht machen können oder nicht gemacht, weil wir eben jetzt auch nicht das Ziel hatten, komplett überall rumzureisen und alles zu sehen. Das werden wir zum späteren Zeitpunkt irgendwie nochmal versuchen. Wir haben ja da quasi gelebt und sind dann da an einem Ort eher länger geblieben und haben da die Gegend erkundet, was auch super toll war. Also das, was wir geschafft haben, war wirklich beeindruckend. Ja. Das stimmt. Ja. Also für Kolumbien lohnt sich wirklich eine ausgiebige Rundreise. Wer Naturliebhaber ist, kommt dort absolut auf seine Kosten. Ja, Wahnsinn. Auf der anderen Seite ist natürlich da die Müllproblematik ein Riesenthema. Also man muss es einfach so sehen, wie es ist. Es ist viel zu tun. Ein Riesenproblem. Viel zu tun, genau. Ja, kommen wir jetzt zum Punkt Kultur. Also unserer Meinung nach ist in Kolumbien nicht mehr viel von der ursprünglichen Kultur übrig, die man so vermittelt bekommt, wenn man sich vielleicht auch im Internet über Kolumbien informiert oder bei Reiseveranstaltern werden einem ja immer so typische Bilder vermittelt, was einen dort zu erwarten hat. Ihr könnt ja auch einfach mal googeln, Kultur Kolumbien, dann wisst ihr, was wir meinen. Also davon haben wir jetzt auf ganz natürliche, authentische Art einfach gar nichts gefunden im Land. Wir sind ja gestartet in Cartagena und Cartagena ist wunderschön und hat auch eine wunderschöne koloniale Altstadt, aber natürlich Schwerpunkt kolonial. Ne? Das muss man sich natürlich auch nochmal überlegen, was dann da dahinter steht. Und dort gibt es sehr viel Touristenprogramm, unter anderem natürlich auch Frauen in den traditionellen Gewändern, die dann mit Obstkörben auf dem Kopf dastehen. Und das ist aber nur für Touristenfotos. Ne? Also ihr könnt da hingehen und sagen, ich möchte ein Foto machen und müsst dann halt Geld dafür bezahlen. Und sowas machen wir halt nicht gern, weil es nicht authentisch ist, sondern gestellt. So, deshalb haben wir das halt nicht in Anspruch genommen. Und wir waren zur Fiesta de Noviembre da, die ja... ja genau, im November war. Ich musste gerade überlegen, wir sind ja im November angekommen, das ist schon so lange her. Ja. Und da war natürlich auch viel Tanz- und Kulturprogramm und es gab auch traditionelle Tanzgruppen, was aber dann natürlich auch wieder Touristenprogramm war. Ne? Aber es war ja trotzdem schön anzusehen. Wir lieben eigentlich auch die lateinamerikanische Musik, aber sagen wir mal so Salsa und Cumbia und sowas, aber richtige Bands sucht man dort halt auch vergebens. Also wenn, dann stehen dort halt überdimensionierte Lautsprecherboxen und die spielen jetzt auch nicht unbedingt immer die guten Sachen, wie zum Beispiel Cumbia, Salsa und sowas Tanzbares, sondern so schnulzige, keine Ahnung, lateinamerikanische Volksmusik, wir wissen es nicht, manchmal auch modernere Sachen. Und man sagt zwar immer, das gehört zur Kultur, aber es ist für uns nicht so richtig nachvollziehbar, weil einfach große Lautsprecherboxen aufstellen und ein gesamtes Gebiet beschallen mit übelst lauter Musik, von der die Ohren abfallen, hat für uns halt jetzt nichts mit Kultur zu tun. So. Und wo wir halt noch schönes Flair erlebt haben,
ist mehr im Inland, also da waren wir jetzt auch nicht so ausführlich unterwegs. Wir waren in Medellin und Guane, und Guane ist halt auch ein kleines Dörfchen mit einem schönen Dorfplatz, mit der Kirche, mit Cafés und Bars drumherum, und da kann man halt das echte, authentische Leben noch beobachten. Aber es ist dann im Grunde auch wie in Deutschland, ne, in Cafés, auf Marktplätzen. Nur was man dort halt noch beobachten kann, das finden wir immer ganz schön. Alte, gut gekleidete Männer lassen sich zum Beispiel die Schuhe putzen, und dann gab es ein Wettbüro, und da sitzen dann auch die Männer und trinken ihren Kaffee und schnacken, und natürlich hat es alles ein bisschen anderen Touch. Ja, aber das hat uns gut gefallen, aber es war halt einfach so entspanntes Dorf- und Marktplatzleben. Ja. Ne? Ja, und was uns auch gut gefallen hat, waren zum Beispiel die Busfahrten in Kolumbien. Also das war immer mega lustig, weil alle Busfahrer haben irgendwie einen individuellen Bus. Sie richten ihn individuell ein und gestalten ihn ganz individuell, und Gott fährt natürlich immer mit. Ja. Mit dem eigenen kleinen Schrein immer davor. Genau. In der Fahrerkabine. Und es ist halt auch immer Musik im Bus. Und ja, und es ist halt ganz anders als in Deutschland. Ne? Die Leute sind fröhlich und alle reden durcheinander. Es ist laut und alle helfen auch mit beim Aussteigen, weil man kann ja überall ein- und aussteigen. Ne? Man muss halt die Hand heben oder den Fahrer anschreien. Und dann schreibt man halt Pare, Pare, dass er halt irgendwo hält. Wobei man in der Karibik das ruft, und im Inland habe ich mir nicht gemerkt. Da reden, sagen die gar nicht Pare. Nein, da war irgendwas anderes. Da sagen sie schon wieder was anderes. Ja. Naja. Und das ist zum Beispiel ganz cool. Und daran sieht man eben schon so natürlich die verankerte Mentalität auch, dass man eben einfach lebenslustiger ist und fröhlicher und einfach diesbezüglich extrovertierter. Ja. Was dann auch Spaß macht. Der nächste Punkt ist Mentalität, und da haben wir auch sehr durchmischte Erlebnisse gehabt. Also erstmal ist es so, dass die Leute freundlich sind und auch einem freundlich entgegenkommen, meistens. Das natürlich in ländlichen Gebieten wie überall auf der Welt wesentlich mehr als in der Stadt. In der Stadt ist natürlich alles anonymer. Das Ding ist aber, wenn man mit den Leuten dann wie wir mehr in Kontakt kommt und so Day-to-Day-Life hat, auch über längere Zeit. Über längere Zeit, genau. Dann treten natürlich irgendwann mal Probleme auf, oder irgendwas funktioniert nicht, oder irgendwie ist doch was anders, als man es eigentlich abgesprochen oder gebucht hat. Und wenn solche Sachen dann aufkommen, dann wurde es eigentlich immer problematisch. Selbst bei den Leuten, die erstmal einen super Eindruck gemacht haben und die jetzt irgendwie erstmal mehr so auf der verständnisvollen und vielleicht sogar, sagen wir mal, vorsichtig spirituellen Ebene unterwegs waren, war dann trotzdem irgendwann Schluss, sobald die Probleme irgendwie zu viel wurden. Zu viel ist natürlich relativ, ja, genau. Ja, aber es ging, mal, halt, es ging um Kleinigkeiten. Ja, es ging halt, also, es ging halt eigentlich immer um Sachen, für die wir bezahlt haben in der Unterkunft, oder die abgesprochen waren, oder die man vereinbart hat, die so sein sollten, wie sie sein sollen. Aber wenn das dann nicht so war und wenn das dann vermehrt aufgetreten ist, ist die Stimmung schnell gekippt, und die Leute haben uns dann die Schuld zugeschoben und haben uns dafür verantwortlich gemacht, und ja, wir waren dann irgendwie die blöden Gringos, und das war dann irgendwann nicht mehr schön, und das hat sich eigentlich so die ganze Zeit durchgezogen. Wenn man vorsichtigen Abstand hält, was wir dann eben auch gelernt haben und versucht haben, so gut es ging, aber irgendwann passieren halt irgendwelche Sachen, ging das dann irgendwann nicht mehr. Und das hat uns ziemlich belastet tatsächlich in der gesamten Zeit, weil man sich nie auf irgendwas verlassen konnte. Ja, aber dazu müssen wir auch sagen, im Inland war das alles viel milder und es gab viel weniger. Es gab Sachen, die da auch eben wieder nicht gepasst haben. Wir müssen auch nochmal dazu sagen, ne, wir sind nicht besonders anspruchsvoll. Wir wollen ein gutes Bett, eine vernünftige Unterkunft, wir brauchen Internet und wir haben auch keine Luxuswohnungen, ne? Also nee, so. Und dann haben wir uns auch angewöhnt, bevor wir buchen, immer sehr, sehr viele Fragen zu stellen, um wirklich so viele Informationen wie möglich abzugreifen und auch zu gucken, sind die Gastgeber denn gewillt, uns Auskunft zu geben? Mhm. Weil wenn die dann schon motzig werden oder merkst, die haben überhaupt keine Lust und dann nehmen wir dann schon gleich Abstand, weil das hat uns gezeigt, das bringt gar nichts, da irgendwie dann reinzugehen. Genau, und es geht uns halt darum, dass wir sehr, sehr viele Dinge ganz genau abgefragt haben. Und dann kommen wir an und stellen fest, na toll. Es war halt alles sowieso frei erfunden. Ja. Und wir sprechen das halt an, und wir sind freundliche Menschen. Ja. So, wir gehen nicht hin und sagen, was soll das, sondern wir sagen, versuchen es halt nett und vorsichtig, aber wenn es dann irgendwie gleich so unangenehm wird, ist halt oft passiert, und es hat halt keinen Spaß gemacht.
Genau. Aber vor allem eben an der Karibikküste. Ne? Ja. Da sagt man ja auch, das ist ein ganz anderer Schnack dort und das haben wir auch festgestellt. Ja. Ja, es wird halt einem irgendwie dies und das erzählt und ja, es ist so und dann ist es eben nicht so. Und ja, auch beim Einkaufen übrigens, da müsst ihr aufpassen, ja, müsst wirklich aufpassen. Genau, ein wichtiges Ding, was wir gelernt haben, niemals fragen, ist es das und das, weil dann bekriegt man immer ein Ja, sondern man muss immer fragen, was ist das oder wie ist das? Ja. Dann kriegt man vielleicht irgendwie eine Antwort, die so in die Wahrheitsrichtung geht. Ja, aber es kann halt auch sein, wenn ihr fragt, okay, das Produkt, oh, haben Sie das gar nicht? Nee, aber kommt am Montag. Ja. Das ist auch immer der Klassiker, kommt am Montag. Kommst du am Montag hin oder morgen? Ja, ja. Kommst du hin, ist natürlich nicht da. Nee, und das passiert dann auch nicht. Also das dauert dann. Also, ja. Das sind so Dinge, die man lernt und wo man sich eben irgendwo durchwuscheln muss, aber das liegt uns halt nicht so. Nee. Das ist halt Charakterfrage, wem das nichts ausmacht und wer sagt, ist mir doch egal. Mhm. Alles fein, aber für uns ist das halt auf Dauer einfach zu anstrengend. Ja. Und dann ist auch noch ein Ding, was uns auch über die Zeit einigermaßen belastet hat, weil wir eben eigentlich nur Unterkünfte und generell Plätze gesucht haben, wo wir ein bisschen Ruhe haben, wo wir abschalten können, wo wir arbeiten können, wo wir einfach unser Ding weitermachen können, was eben in Südamerika schwierig zu finden ist. Wir haben trotzdem immer gefragt und uns wurde dann meistens gesagt, ja, ist gut und passt. Ja, immer bei denen, die wir gebucht genau. haben. Genau, aber das war dann eben nie so, weil immer 1000 Hunde rundherum sind, Musik laut, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und da kommt eben diese Rücksichtslosigkeit mit ins Spiel, die uns auch sehr aufgefallen ist. Also diese ganzen Dimensionen, die wir da dahinter sehen, die geschichtlich bedingt sind, kulturell bedingt, bewusstseinsbedingt, die wollen wir hier jetzt alle gar nicht erläutern. Was ich damit sagen will ist, wir schauen halt immer sehr genau hin. Wir schauen sowieso sehr genau auf die Welt und die Menschen und uns geht es ja auch darum, einen Platz für die Zukunft zu finden, wo wir uns vorstellen können zu leben. Und deshalb haben diese Dinge einfach nochmal ganz andere Dimensionen für uns, als jemand, der jetzt sagt, geil, ich mache eine coole Reise durch Kolumbien, dann wären wir da auch anders rangegangen. Genau, ne? Das ist ja was anderes. Wir haben ja auch gesagt, wir sind immer länger an einem Ort geblieben, weil wir einfach... Und wir sind ja da auch nicht zum Urlaub. Genau, wir waren ja auch nicht zum Urlaub, zum Gucken. Dann kann man das alles ja eher mal wegschieben, ne? Weil du sagst, okay, ich mache jetzt hier meinen Roundtrip. Für uns sind es halt andere Voraussetzungen. Solche Dinge muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber wir finden es trotzdem wichtig, sowas auch mal transparent zu beleuchten, weil wir auch gar nichts davon halten. Immer diese Schönrederei, ne, die man ja auch sieht. Und dass man bloß nichts Schlechtes sagen darf oder so. Es geht ja nicht darum, was Schlechtes zu sagen, sondern Erfahrungen zu teilen. Genau, es ist einfach nur und unsere Erfahrung. Wichtig ist das eben auch für Menschen, die mehr so auf der Wellenlänge sind wie wir und sagen, ja gut, ne, muss ich mal genauer hinschauen. Und auch... wir haben ja auch noch Kontakte zu den Auswanderern in Paraguay, wo wir vorher waren. Mhm. Die beschäftigen die gleichen Sachen. Also es ist jetzt nicht so, dass Europäer, die nach Südamerika gehen, nicht von diesen Sachen auch genervt sind oder sich nicht damit befassen. Aber irgendwie wird es halt sehr wenig thematisiert, weil ich glaube, viele haben halt auch Angst, dann wirklich mal authentisch darüber zu sprechen. Die Sicherheit oder der Sicherheitsaspekt. Also ist halt Südamerika. Weiß jeder, wie es da ist. Wir hatten jetzt eigentlich nur ein wirklich schlechtes Erlebnis. Es war aber trotzdem permanent so, dass man eben aufpassen muss. Also wir wurden zum Beispiel, das war mitten auf dem Land in Guarne, eine schöne Gegend, gab es einen Waldweg und den sind wir auch mehrfach schon gegangen. Und da wurden wir halt überfallen von einem mit einer Machete. Er hat es versucht. Der eine Machete gezogen hat und wollte unser Telefon, Geld und alles Mögliche haben. Und wir haben dann halt Nein abgelehnt, Nein. Und er war aber, wir haben gemerkt, dass er sehr ängstlich war und hat immer nur rumgeguckt. Und wir haben uns dann halt entschieden, Anja hat dann hauptsächlich gesagt, los komm, lass uns gehen. Und wir sind dann einfach in Richtung unserer Unterkunft hochgegangen und er ist dann panisch guckend irgendwie dann doch abgezogen. Das war Glück und... Ja, es war auch eine Abschätzung der Situation. Genau, also das ist auf jeden Fall kein Rat, das zu machen. Wir haben genau das gemacht, was nie geraten wird. Ja, genau. Aber wir konnten einfach abschätzen, so, dass die Situation das hergibt. Das ist kein Hinweis, das zu tun. Nee, auf gar keinen Fall. Ja.
Danach haben wir uns gleich eine Machete gekauft. Ja. Und sind nie wieder ohne raus. Nein. Wir sind halt wahnsinnig gern in der Natur und gucken uns da alles an. Und auch gern allein. Ja, genau. Und das ist halt dann da wirklich nur sehr, sehr bedingt möglich. Wir haben zum Beispiel das Glück gehabt, in der Sierra Nevada sein zu können. Und da gab es einfach in dem Teil, wo wir waren, die ganze Community, die so über dieses größere Gebiet da verteilt war, kennen sich alle einigermaßen. Es war auch oben in den Bergen, haben die Kogi gelebt, also die indigenen Völker dort. Und das Ganze war sehr ruhig und man konnte dort einfach in der Natur und im Wald und den Berg hochlaufen und so. Das war alles easy. Da haben uns auch alle gesagt, könnt ihr machen, kein Problem. Was ich aber noch hinzufügen möchte, also wir haben uns natürlich vorher erkundigt und unsere Gastgeberin hat uns gesagt, dass es dort auch Guerillas gibt. Ja. Und das Dorf ist aber mit den Guerillas verknüpft und genau. Dort ist es einfach nicht erlaubt zu stehlen oder irgendwelche Überfälle zu machen, weil die Guerillas sonst eingreifen. Ja. Also da gibt es eine Informationsverknüpfung, deshalb ist da auch... Da passiert wirklich nichts, weil dann wird sich um die Leute gekümmert. Jesus, ja. Was auch immer das heißen mag. Ja, also so abschließend. Seid einfach vorsichtig und genau. Das war für uns auf Dauer auch eben ein bisschen anstrengend, dieses ständige über die Schulter gucken, ja. Augen offen haben und nicht wirklich frei agieren können, vor allem. Vor allem nicht in die Natur gehen zu können, wann und wie man will. Genau. Das war so das Härteste eigentlich. Es ist halt immer sehr ortsabhängig und dann auch da in der Gegend um Guan wurde einem halt geraten, dass man das nur in größeren Gruppen machen soll. Wir sind nun mal nur zu zweit. Ja, wir hatten halt keine größere Gruppe. Ja, genau. Und das war für uns leider eine große Einschränkung, die uns auch ein bisschen belastet hat. Ja. Oh, das Thema Essen. Also, wir sind ja Selbstversorger und sind sehr wenig essen gegangen, wobei man das jetzt eigentlich auch nicht so wirklich in Kolumbien sagen kann, weil das Essen günstig ist. Aber kommen wir erstmal zum Einkaufen in den traditionellen Fruterias. Also, wenn ihr könnt, zum Beispiel in Medellin ist das nicht so wirklich möglich, in großen Städten geht in Fruterias, weil die haben wirklich bestes Obst und Gemüse. Es ist dann auch regional. Die Preise sind sehr günstig und es schmeckt auch wirklich gut. Also, was wir festgestellt haben in Südamerika, das Gemüse und das Obst hat wirklich noch Geschmack. Und anders als in Deutschland, wo alles genormt ist. Und Vorsicht aber, das heißt nicht, dass jetzt alles bio und toll ist, sondern dort wird ja gespritzt. Also dort gibt es ja auch gar nicht so Regulierungen wie in Europa, die in Europa schon total wischiwaschi sind. Aber dort ist es alles noch viel schlimmer. Macht euch da nichts vor. Die spritzen ohne Ende. Und ich habe zum Beispiel auch, es hat ein bisschen gedauert, aber mit der Zeit, je länger wir in Paraguay waren, habe ich richtig schlechte Haut bekommen. Und das wurde so schlimm, ich komme jetzt erst Stück für Stück wieder raus. Ne? Also ich habe ausgeschaut, echt richtig krass und ich kann das nur aufs Essen zurückführen. Dann gibt es natürlich die normalen Supermärkte, die im Grunde eigentlich europäische Preise haben, muss man sagen. Also gerade die großen Ketten, auch Exito zum Beispiel, da geht man mal gern hin, weil es da mal auch außergewöhnliche Sachen gibt, ne, die es in anderen Supermärkten nicht gibt. Exito zum Beispiel ist total gut sortiert, aber richtig teuer. Dann gibt es einen Discounter, D1. Der halt so Aldi-Lidl-Style ist, aber der ist auch richtig teuer. Also wenn wir da einkaufen waren, so für alles, was nicht Obst und Gemüse ist, hatte ich auch immer, ich habe ja noch die Preise so von Aldi im Kopf zum Beispiel, das war teurer. Also, und die Preise in Kolumbien ziehen auch an, ne? Sowohl für Lebensmittel als auch für Unterkünfte. Das wird natürlich alles umgeschlagen auch. Also es wird dort alles extrem viel teurer und wir haben es gerade zum Jahreswechsel gemerkt von 21 auf 22. Also das war schon signifikant. So, zu essen, was ihr mittags auf jeden Fall überall und immer bekommt, ist das traditionelle Tagesgericht, was in der Regel halt irgendwie Fleisch ist, Hühnchen, Rind oder Schwein, auch mal nur so Bauchspeckzeug und sowas. Da steht man in Kolumbien auch total drauf. Mit und Reis, Fisch. Ah ja, Fisch, genau, oder Fisch und Reis, entweder Kokosreis oder normaler, aber Vorsicht bei dem Kokosreis, den gibt es fertig im Supermarkt zu kaufen. Ich nehme an, den nehmen die auch und das ist nur mit Geschmacksstoffen eben gemacht. Dann eine kleine Schmeckt Salat. Aber leider sehr gut. Ja, aber ich wollte es trotzdem nicht essen. Dann eine kleine Salatbeilage und dann in Platanas gibt es dazu, entweder in süß oder deftig und ja, sowas halt als Beilage. Und zur Vorspeise gibt es immer einen Teller Suppe. Das sind sehr kräftige Suppen, immer auf Fleischbasis, ne? Also nichts für Vegetarier und Veganer. Und es ist entweder Fischsuppe oder Fleischsuppe, manchmal auch Gemüsesuppe, aber in Fleischbrühe. Und die schmecken aber sehr gut. Also man muss manchmal ein bisschen nachsalzen, aber die Suppen, müssen wir sagen, sind wirklich gut. Und dann gibt es zum Tagesgericht auch immer noch ein Getränk. Und je nachdem, wo ihr seid, kann man das Getränk auch mal nachschenken. Und die Portionen sind immer relativ gleich groß. Für mich war das Tagesgericht eigentlich schon immer zu viel, weil diese Suppe, finde ich, macht unheimlich satt.
mit dieser kräftigen Brühe. Und je nach Standort könnt ihr das haben für 2 Euro bis 4 Euro. Also die gehen wirklich los. Das reicht so, super. Ja. 7.000. 7.000 bis etwa 16.000 Pesos. Und 16.000 Pesos war dann schon teuer, aber ne, das sind 4 Euro. Also wir haben es meist. In Palomino gab es ein einheimisches kleines Lokal, wo es tatsächlich für 7.500 Pesos oder so das Tagesgericht Wahnsinn. Gab. Und in Guane zum Beispiel waren wir so bei 12, 13, 14.000 Pesos, in Medellin auch. Mhm. Und ansonsten kriegt die zum Beispiel in Medellin in El Poblado, das super Innviertel, da gibt es viele internationale Restaurants, da kriegt die schon ein tolles indisches Gericht mit Getränk für 5 Euro pro Person. Mhm. Was einem dann natürlich erstmal teuer vorkommt, ne? So 5, 6 Euro Essen mit Getränk, aber ich meine, es ist internationale Küche und es ist immer noch super günstig. In Europa kostet es mehr als doppelt so viel. Ja. Und was ich eben noch vergessen habe, bei den Frutrias zu sagen, also wir haben ja unsere Tagesrucksäcke, die sind groß. Was sagtest du letztens, 40 Liter oder 40 was? 40 Liter fassen die, glaube ich, ja, so wenn ganz, die richtig voll sind. Genau, so ganz normale große Rucksäcke, ne? Und wir haben halt immer gleich viel eingekauft und wir haben beide Rucksäcke voll gemacht und haben vielleicht höchstens mal 20 Euro bezahlt, wenn überhaupt. Ja. Wenn überhaupt. Das waren immer so. Wir konnten dann 2 Wochen davon essen. Ja, genau. Also es waren so zwischen 12 und 20 Euro. Richtig gut. In Medellin leider nicht mehr. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Wenn man das im Supermarkt für gekauft hätte, wäre man nie für den Preis hingekommen. Nein, überhaupt nicht. Und es wäre auch nicht richtig teuer gewesen. Ja, und es wäre auch nicht die Qualität gewesen. Ja. Genau, und was Gewürze angeht, also wir sind ja absolute Gewürzfans und ich bin ja auch Kräuterfrau. Deshalb in Deutschland waren halt, wir hatten nicht nur so ein Gewürzregal, sondern in der ganzen Küche waren überall Gewürze und Kräuter verteilt. Ja. Also wir hatten eine sehr große Vielfalt, die wir auch sehr vermissen. Kann man in Südamerika, auch in Kolumbien, vergessen. Ich weiß nicht, wo die Leute dort ihre Gewürze holen. Es gibt natürlich diese kleinen Tiendas, da kriegt man aber nur ganz trockenes Zeug und wenn man das auspackt, das ist wirklich keine gute Qualität. Die hängen da in so durchsichtigen kleinen Plastiktüten, Kleinstmengen die Kräuter und wenn man sie bricht, zerfallen sie schon zu Staub. Und muss man schon sehr suchen, dass man da größere Packungen findet. Gibt es aber sehr, sehr. Ja, und die dann auch qualitativ gut sind. Also wir haben ja festgestellt, klar. Die Gewürze sind auch relativ geschmacklos. Ja, so auch leider. Im Supermarkt. Alles nur in so durchsichtigen Plastiktüten, was natürlich die Qualität sofort verdirbt. Es ist zwar billig, aber es gibt auch kaum Auswahl. Und für Gewürzliebhaber ist es wirklich schlimm. Und es wird auch eben durchgängig total lasch gewürzt. Das war für uns eine totale Überraschung. Wir dachten, das Essen ist da einfach so, boah, wird man von Geschmack überschüttet. Aber überhaupt nicht. Nee, es schmeckt alles nach nichts. Also die würzen alle nicht. Die würzen auch alle kein nicht. Salz. Und, also es ist komisch. Also mega langweilig. Aber war deshalb, überraschend. Ja, also wir kochen ja eben eigentlich selbst. Aber da es in Kolumbien so günstig war, waren wir schon öfter mal essen oder haben hier und da mal ein Empanada genommen. Ja gut, das haben wir sehr viel. Oder ich besser gesagt. Das habe ich ja geliebt. Da überall an jeder Ecke kann man irgendwo was Kleines kaufen. Ja. Und die Empanadas waren, gab es auch dann eine ganze Range von super lecker bis hin zu noch, naja. Ja, aber das ist wirklich toll, dass man halt an jeder Ecke auch irgendwo mal einfach was schnabulieren kann. Ja, genau. Der nächste Punkt sind Unterkünfte. Und zwar sind wir eben Budgetreisende und gucken immer, dass wir so, also unser Budget war so bei 400 Euro im Monat zusammen halt für eine Unterkunft. Wir sind aber immer auf der Suche gewesen nach Unterkünften nur für uns beide. Also wo wir ein kleines Häuschen oder irgendwie eine kleine Unterkunft ohne viel Nachbarn und Lärm und so weiter haben wollten. Das hat auch immer irgendwie funktioniert, diese Art Unterkunft zu finden. Aber was nicht funktioniert hat, war eine Unterkunft zu finden, wo es wirklich ruhig war, wo wir das immer das bekommen haben, wonach wir gefragt haben und wofür wir bezahlt haben. Das haben wir ja vorhin schon mal angemerkt, die ganzen Probleme, die es da gab. Es ist einfach nicht möglich, da irgendwo eine ruhige Unterkunft zu finden für den Preisrahmen. Wenn man natürlich jetzt irgendwie ein Tausender oder 1.500 oder 2.000 ausgeben will, dann kann man irgendwo so eine kleine Luxushütte am Strand haben. Das ist dann was anderes, da hat man auch Ruhe, da ist man dann wahrscheinlich in irgendeiner Art Resort oder was haben wir auch gesehen, in Palomino zum Beispiel gab es mehrere so eine Art Resorts mit Bambushütten, die alle nett aussahen am Strand, da hört man dann nur die Wellen und da sind auch keine Hunde. Ja. Das wäre fantastisch gewesen. Ja. Und auch keine laute Musik, was ja auch immer ein Riesenproblem war. Also das muss man leider sagen, dass das da sehr, sehr, sehr schwer zu finden ist. Also wenn man da nur als Urlauber hinfährt und dann sich irgendwo in einem Hotel einbucht,
dann kriegt man natürlich von dieser ganzen Sache auch nichts mit und dann ist das auch was anderes. Aber wir waren halt immer in Unterkünften, die auch nah bei den Leuten und im Dorf sind und da war es halt sehr schwer, irgendwie sowas zu finden. Zu Hotelunterkünften können wir jetzt nichts wirklich sagen, weil das haben wir nie gebucht und wollen wir auch nicht, weil wir eben gern mit den Menschen da leben wollen. Und also eigentlich? Eigentlich, genau. wenn es irgendwie zulässt. Ja. Und Hostels wiederum ist eben auch nicht unser Ding, weil wir lieber unsere Ruhe haben und zu zweit dann sind, anstatt in einem Dormroom, da könnten wir auch nicht schlafen und es ist einfach nichts für uns. Da muss man dann sagen, gibt es natürlich Unterkünfte, die bezahlbar sind, aber in der Zeit, in der wir da waren, haben da die Preise auch sehr angezogen. Also die haben sich teilweise auch verdoppelt und verdreifacht. Hat man vielleicht früher so 4 bis 6 Euro bezahlt für so ein Dormroom. Und da war es jetzt teilweise normale Unterkunftspreise. Also das ging dann teilweise hoch bis 12, 14 Euro die Nacht. Und ja, das ist ja dann irre für einen Raum, wo du mit 7 anderen Leuten schläfst. Genau. Und wir wissen, es gibt natürlich auch Hostels mit Doppelzimmern. Das haben wir uns natürlich auch angeschaut. Man dann von den Preisen genau das Gleiche. Genau. Da war man bei den Preisen wie bei einer Unterkunft, hatte aber keine private Küche und konnte sich trotzdem nicht unbedingt privat zurückziehen. Von den ganzen Hostellärm. Genau, ja. Hostels machen ja auch immer Party, also so haben wir die Hostels in Kolumbien zumindest erlebt. Ja. Und die dann eben das alles nicht hatten, sind dann eben nicht mehr für Budgetreisende. Gut, dann kommen wir jetzt zu guter Letzt zu den Kosten. Wir haben natürlich für uns und auch für euch genau aufgeschlüsselt, was wir jetzt in den 5,5 Monaten, die wir in Kolumbien waren, genau ausgegeben haben pro Monat. Wie gesagt, sollte zum Beispiel unser Unterkunftsbudget 400 Euro pro Monat nicht großartig übersteigen. Wir haben natürlich noch andere Kosten, wie unsere internationale Versicherung und Software und sowas, was wir jetzt da nicht mit eingerechnet haben. Also es geht wirklich nur um die Kosten, die Zeit für den Aufenthalt in dem Land betreffen, inklusive Flüge hin und zurück. Also unsere Kostenaufschlüsselung müssen wir leider ein bisschen ablesen, weil das können wir uns nicht alles merken. Und zwar haben wir für die Unterkünfte in den 5,5 Monaten 1.928 Euro ausgegeben. Das sind tatsächlich im Durchschnitt dann 350 Euro im Monat. Genau, weil manche waren auch ein bisschen teurer, aber andere dann zum Beispiel wieder glücklicherweise sehr viel billig, günstiger. Ja. So. Einkäufe haben wir ausgegeben, 972 Euro, also nur Einkäufe, Lebensmittel und sowas, ne? Das waren 176 Euro im Monat. Dann für alles Mögliche, was wir so an Essen und Trinken unterwegs gekauft haben, eben Empanadas, Drinks und so weiter, da haben wir 735 Euro ausgegeben, das sind 133 Euro im Monat. Ja, und die Zahl hat mich ein bisschen geschockt, weil ich mir dann dachte, boah krass, was man dann doch, wenn alles ist so günstig, man denkt sich immer, oh günstig, günstig, aber dann macht es halt trotzdem schon also recht großen Posten aus, ne? Nur für so Schnabulieren und mal auswärts essen. So, Transportkosten, also Bus und mal von A nach B kommen, haben wir bezahlt insgesamt 218 Euro, 39 Euro im Monat. Und für Kommunikation, was jetzt SIM-Karten und Anrufe und so weiter angeht, aber ich glaube, es waren eigentlich nur SIM-Karten. Das waren 66 Euro und das sind 12 Euro pro Monat. Das war auch günstig. Ja, und dann gibt es ja noch so Extras, was halt mal so anfällt jetzt. Parkbesuch und sowas. Ja, sowas. 42 Euro haben wir dafür ausgegeben, das heißt 7,60 Euro im Monat, wobei wir jetzt dazu sagen müssen, wir haben jetzt nicht das krasse Touri-Programm die ganze Zeit nicht gemacht. Wir haben mit sehr wenig gemacht. Parkeintritt hier und da, ja, weil wir halt auch die ganze Zeit eigentlich alles vor der Nase hatten, zumindest in der Sierra Nevada waren wir ja einen ganzen Tag im Dschungel, die ganze Zeit. Wir waren im Parque Tayrona zum Beispiel, gibt es auch ein Video in der Playlist, ja. Aber da ist jetzt nicht so ins Gewicht gefallen. Dann die Flüge. Die Flüge waren tatsächlich mit der teuerste Posten. Das waren 2.395 Euro. Und das sind jetzt für die Flüge nach Kolumbien. In Kolumbien hatten wir nur einen Inlandsflug, glaube ich. Ne? Mhm. Der war auch nicht teuer. Das waren 200 Euro oder irgendwie insgesamt sowas mit Gepäck günstig, und Kram. Ja. Aber der Rückflug nach Zypern aus Kolumbien, der war extrem teuer und wir haben dann da auch noch, weil ein Flug zu spät kam,
einen anderen verpasst und mussten wir noch einen für 400 Euro nachkaufen. Also es ist halt mit eingerechnet, ne? Muss euch nicht passieren, aber Flüge werden ja auch immer teurer und das haben wir auch gemerkt, als wir Kolumbien verlassen haben und die Preise ziehen ja auch weiter an. Ja. So, macht dann summa summarum für unsere 5,5 Monate in Kolumbien Gesamtkosten von 6.356 Euro. Und jetzt sag mal, findet ihr das günstig, findet ihr das teuer oder sagt ihr, ja, ganz normaler Preis? Sagt es mal in den Kommentaren, wird uns interessieren. Und ansonsten sagen wir, das war's jetzt für das Video heute. Wir hoffen, wir konnten euch weiterhelfen, auch was zukünftige Entscheidungen betrifft, vielleicht mal Kolumbien zu besuchen. Ja. Lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Video dann aus Zypern. Bis dann. Bye. Ciao.